Sie besiegte die Maschine. Ah, die Osseram halten sich nicht für alte Kerle. Da schick sie mal in den Schnitt. Dann leben sie keine Woche. Vielleicht bin ich zu einfach gestrickt. Mein Volk erzählt sich über deine Taten viele Geschichten. Du scheinst besonderes Interesse an unserem Flechtenschnee zu haben, Fremde. Ja. Und scheinbar werde ich auch nur so alles davon sehen können. Du forderst mich? Für den Verak. Du? Das ist wohl ein Witz. Es ist kein Witz, Aratak. Ich verstehe. Sie handelt als deine Hand. Und mit deiner Unterstützung bin ich gezwungen anzunehmen. Du enttäuschst mich sehr, Schwester. Du hast mich vom Donnerkampf ferngehalten, Bruder. Bruder und Schwester, das ist etwas komplizierter, als ich dachte. Nein, ganz einfach. Du triffst mich bei den Frostfingern. Dann bereite ich diesem Hohn ein Ende. Ich schulde dir wohl eine Erklärung. Ja. Ich glaube, das tust du. Warum hast du nicht erzählt, dass er gegenüber erwähnt hat? Er muss sehr wütend sein. Ich komme nicht so gut zurecht mit Menschen. Ich bevorzuge eher Geisterstimmen. Oder mich selbst. Ich wollte nicht, dass du unsere Reise als irgendeine Art Familienzank siehst. Sie ist viel bedeutender als das. Mutig, das muss ich dir lassen. Den eigenen Bruder anfechten. Er gab mir keine Wahl. Er denkt, ich bin ein Kind, das bei der Jagd abgeschoben wird. Er würde mir mein Schicksal verwehren. Und dennoch wusste ein Teil von mir, dass er mir vergeben würde. Am Ende. Das tut er immer. Familiendrama beiseite. Wie soll diese Herausforderung aussehen? Du und Aratak werden Maschinen bei den Frostfingern jagen. Der Schnellste wird der Sieger sein. Es wird nicht einfach. Nichts hieran war es bisher. Wenn wir uns am Startpunkt treffen, erzähle ich mehr. Am Fuß der Hügel ist es einfacher zu erklären. Orea, es ist egal, wer mit wem verwandt ist. Ich will wissen, was im Donnerkamm ist. Die Stimme, der Dämon. Und wie alles mit den Maschinen zusammenhängt. Aber wenn wir das durchziehen wollen, musst du ehrlich zu mir sein. Ich habe dich unterschätzt. Und Aratak. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Wir sehen uns bei den Frostfingern. Frostfinger, ich komme. Wie düster die Zeiten auch sein mögen, die Jagd spendet uns Trost. Hä? Wie cool ist Gemälde, ist eine willkommene Abwehr. Steinfall hat etwas Besseres verdient als diese verfluchten Parasiten. Vielen Dank. Das brauche ich später noch. Yeah.
Dinger sollten dort oben sein. Die Frostfinger. Aratak und Urea müssen hier sein. Fremde! Ich bestritt viele solcher Herausforderungen, ohne Furcht. Aber diese ist töricht. Du bist keine Banuk. Du begreifst nicht, welche Verantwortung ich habe. Ich bitte dich, von Jäger zu Jäger, tu's nicht. Aratak, lässt du uns zum Donnerkamm gehen? Du hast nicht gesehen, was dort ist, Fremde! Ich riskiere nicht noch einmal das Leben meiner Schwester! Dann sollten wir weitermachen. So sei es! Ich begrabe deinen dreisten Anspruch in der eisigen Erde! Es reicht! Fangen wir an! Zu jagen! Zu streben! Dies ist der Weg der Banuk und des Kampfes, der vor euch liegt. Du erkletterst die Frostfinger von Osten, Aratak von Westen. Beide Pfade führen durch die tödlichen Maschinen. Jäger des Verax stehen am Weg entlang bereit. Sie werden euch rufen und Maschinen zum Erlegen zuweisen. Eure Jagd führt euch um den Berg herum zum Zentrum. Und dann ins Tal, wo ihr eure finale Beute erlegt. Immer dann, wenn eure Beute erlegt ist, müsst ihr ein solches Signal senden, damit alle euren Fortschritt... Also, wer den dritten Ballon zuerst steigen lässt, siegt? Nun, ja. Aber für dich wird der Weg zum Sieg schwieriger. Kommt nur eins deiner Signale später als Aratax, siegt er. Du hattest deine Chance, Fremde. Du ebenfalls. Die Jagd beginnt auf mein Zeichen. Los! Gut, ich muss auf diesen Berg. Mehrere Wege nach oben. Die Felsmalereien weisen den Weg. Okay, dann mal hoch. Schon, Aloy, die Zeit läuft. Also gut, Jägerin. Du musst die Herde dort ausschalten. Jede Maschine. Die Herde? Okay, das schaffe ich.
Okay, dann mal los. Jetzt klettere hoch und starte den Ballon. Aratak weiß, was er tut. Keine Zeit zu verlieren. Nimm die Abseilstelle zur nächsten Prüfung. Zwei Brüllrücken voraus, Jägerin. Wurde wohl jemand überrascht? Nur ganz knapp vorn. Ich muss weiter. Jetzt nimm die Seilrutsche und begib dich hinunter ins Tal. Ich habe das Gefühl, dass meine Augen zufrieren, wenn ich blinzle. Kurz davor. Geschafft. Okay, zum letzten Wettkampf.
Etwas stimmt nicht. Sie sollten hier sein. Die letzte Beute hertreiben. Thank you.
Es stimmt also. Frostclown vom Donnerkamm. Der Angriff hat den Wettkampf gestört. Deswegen kann es kein Ergebnis geben. Er ist ungültig. Ihr habt sie doch gesehen. Sie besiegte die Maschinen. Nicht ich. Es steht fest. Sie ist die bessere Jägerin. Wir sind Banuk. Überleben, siegen. Was sonst zählt. Mein Blut in deinen Zähnen. Bei der Jagd lasse ich dir den Vortritt. Es steht mir nicht zu, doch ich habe einen Wunsch. Dich zu begleiten und meine Schwester. Wir erfüllen ihn dir. Aber nur dann, wenn du mir gehorchst. Nein. Nur wenn du mir gehorchst. Der Donnerkamm wartet. Am Fuß ist ein Lager, es heißt Langkerbe. Triff uns da, wenn du bereit bist. Häuptling. Ein neues Outfit und eine Waffe wie Aratax. Der Häuptling bekommt die Häuptlingsausrüstung. Varga will sicher den Eisdorn ansehen.